Hallo und willkommen zu diesem Video, in dem wir Ihnen zeigen, wie Sie das Floristenportal auf unserer Plattform nutzen können. Um sich in das Portal einzuloggen, gehen Sie auf portal.florismart.de und geben Sie dann hier Ihre Login-Daten ein. Klicken Sie dann auf Einloggen. Nun befinden Sie sich direkt im Floristenportal. Dies ist Ihre persönliche Seite mit einer Übersicht über alles, was für Sie als Kunde wichtig ist. Hier oben sehen Sie zunächst die Kontaktdaten von uns, Florismart Deutschland. Und weiter unten die Ihre offenen Bestellungen. Hier können Sie auch alle Ihre Bestellungen einsehen oder direkt zum Shop gehen. Daneben gibt es die Ankündigung, zum Beispiel, wenn es Lieferverzögerungen gibt wegen einer Sperrung auf der Autobahn oder wenn es Neuigkeiten zu dieser Plattform gibt. Weiter unten finden Sie eine Übersicht über all Ihre Rechnungen und Ihre Offenstände. Und rechts daneben geht es direkt zum Infocenter, wo Sie unter anderem auch diese Erklärvideos finden. Wir gucken jetzt einmal hier in alle Bestellungen. Dort hätten Sie dann die Möglichkeit, also ich habe jetzt keine Bestellungen hier drin, aber wenn dort Bestellungen sind, entweder aktuelle oder alte, haben Sie da die Möglichkeit, die entweder noch einmal anzusehen oder auch Änderungen vorzunehmen, solange die Bestellungen noch nicht bestätigt sind. Und Sie können dort die Bestellungen auch löschen. Auf den Fall zurück, kommen wir wieder zurück ins Portal. Und jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Sache, und zwar zu Ihren Bestelleinstellungen. Dazu gehen wir einmal oben links auf Einstellungen. Und dort gibt es einmal Einstellungen für Pre-Order, also für Ihre Vorbestellung, und Einstellungen für den Live-Shop mit Lieferung am nächsten Tag. Die manuelle Bestätigung gibt es einmal und die automatische Bestätigung bei Pre-Order. Automatische Bestätigung bedeutet, dass alle Produkte, die in Ihrem Warenkorb sind, am Tag bestätigt werden, wenn die Vorbestellung abzuschließen ist, damit sie noch am gewünschten Lieferdatum zugestellt werden können. Das heißt, Sie müssen das nicht mehr im Auge behalten, das macht das System dann von selbst. Hätten Sie jetzt die manuelle Bestätigung eingestellt, müssen Sie das selbst im Auge behalten und die Bestätigung durchführen, da sonst zum Bestellschluss alle Artikel automatisch gelöscht werden. Allerdings können Ihnen nur bestätigte Artikel fest in der Menge und dem Preis zugesagt werden. Daher ist es immer ratsam, die Produkte zu bestätigen, die Sie auf jeden Fall haben möchten. Die Bestätigungseinstellungen beim Live-Shop sind einmal die verzögerte Bestätigung und der Direktkauf. Ich habe es jetzt auf Direktkauf eingestellt, was bedeutet, dass alle Produkte, die im Warenkorb landen, direkt gekauft sind. Die verzögerte Bestätigung bedeutet, dass alle Produkte im Warenkorb erst nach 30 Minuten automatisch bestätigt werden. Das heißt, Sie hätten noch Zeit, dort Änderungen vorzunehmen, Produkte zu löschen oder die Bestellmenge zu ändern. Wenn allerdings nur noch 30 Minuten bis zum oder weniger als 30 Minuten bis zum Schließen des Shops sind, werden alle Produkte, die im Warenkorb landen, dann automatisch bestätigt. Sobald Sie diese wichtigen Einstellungen vorgenommen haben, können Sie eigentlich loslegen und im Shop stöbern. Sie gelangen hier über Home wieder zurück zum Portal. Hierüber gelangen Sie zum Shop und hier zu den Bestellungen und zu Ihren Rechnungen. Und hier unten im Infocenter finden Sie nochmal hilfreiche Tipps und Hinweise zum Einkauf auf unserer Plattform und Sie finden unter anderem auch diese Erklärvideos dort. Sollten Sie noch irgendwelche Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail an kontakt@florismart.de oder rufen Sie uns an unter der 0209 4095 6243. Gerne gehen wir dann auch persönlich mit Ihnen einmal durch die Plattform.